Wie geht es weiter mit Horst Seehofer? Der CS-Chef will sich heute in Fraktion und im Parteivorstand erklären. Nach Wahldebakel und Jamaika-Scheitern läuft die interne Debatte heiß. Er selbst sagt, alles denkbar, und auch das Gegenteil. Im Machtkampf in der CSU kommt es heute in München zum Showdown. Nach dem Debakel bei der Bundestagswahl und dem Scheitern der Koalitionssondierungen in Berlin erwarten zwei der einflussreichsten CSU-Gremien von Parteichef Horst Seehofer eine Erklärung über die künftige Aufstellung der Partei, auch mit Blick auf die Landtagswahl im kommenden Jahr. Seehofer will mittags vor der Landtagsfraktion und abends vor dem Parteivorstand sprechen. Er hat bisher aber offen gelassen, was für einen Vorschlag er dort unterbreiten will, sogar, ob er überhaupt über Personalfragen sprechen will. Es ist alles denkbar und auch das Gegenteil, sagt Seehofer selbstständig. In der Regionalpartei tobt ein Streit über eine Ablösung Seehofers. Die CSU bangt um ihre absolute Mehrheit im Landtag, seit sie mit 38,8% im Freistaat ihr schwächstes Ergebnis bei einer Bundestagswahl seit Jahrzehnten einfuhr. Die CSU muss nicht nur klären, wen sie als Spitzenkandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten ins Rennen schickt. Offen ist auch, wer sich bei der turnusgemäßen Vorstandswahl auf dem Parteitag Mitte Dezember um den Parteivorsitz bewirbt. Und seit über Neuwahlen im Bund diskutiert wird, muss die CSU auch dafür einen Spitzenkandidaten in petto haben. In der Partei werden mehrere Szenarien diskutiert. Eine Variante lautet, Seehofer könnte erneut als Parteichef kandidieren und auch die Rolle des Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl beanspruchen. Damit bliebe es bei seiner Ankündigung vom April, als er seinen ursprünglich bis 2018 geplanten Abschied kassierte. Die nach der Bundestagswahl laut gewordenen Rückzugsforderungen könnten Seehofer und dessen Anhänger mit der Begründung zurückweisen, dass der 68-Jährige für den Erfolg der CSU in Bund und Land weiterhin unentbehrlich sei. Wiederholt haben Seehofer und seine Getreuen unwidersprochen betont, dass der erfahrene Parteichef in den Berliner Koalitionssondierungen bis zu deren Scheitern wesentliche Forderungen der CSU durchgesetzt habe. Daran, heißt es in der Partei, müsse man bei jeder Art von neuer Regierungsbildung anknüpfen. Als Ministerpräsident ist Seehofer bis zur Landtagswahl ohnehin formal unanfechtbar, die bayerische Verfassung erlaubt keine Abwahl, sondern nur einen Rücktritt. Einer weiteren Variante